Das sieht großartig aus, nicht wahr? Und die schmecken auch so köstlich. Yummy. Hallo ihr Lieben. Osterbrot habe ich euch gezeigt. Das ist derselbe Teig, wie ich jetzt verwende. Und das hier werden wunderschöne Osterkörbchen. Aber das Rezept schreibe ich euch trotzdem in die Beschreibung, weil da verwende ich nur Magerquark. So, zuerst steche ich mir mal so grob runde Kreis. Das legen wir so oben drauf und stellen das zur Seite. Aus diesem restlichen Teig machen wir mal so Zopf. Man muss schauen, dass alle drei Kügelchen ungefähr groß sind. Und die rollen wir jetzt aus. Und jetzt und schön stramm flochten, weil wir ziehen ihn dann ein bisschen auseinander, dass um das ganze Förmchen passt. Jetzt kommt das Förmchen zum Einsatz. Man muss mal schauen, dass man das schön so ein bisschen runterzieht. Ihr könnt auch Muffinförmchen benutzen, dann werden die Körbchen ein bisschen kleiner. Und dann ziehe ich ihn ein bisschen lang und es kommt so schön drumherum. Et voilà. Andrücken, dass sich das nicht wieder löst. Et voilà. Und so kommt er auf dem Blech. So, jetzt bestreichen wir die mit Ei. Und dann kommen sie in den Backofen. Ich muss mal sehen, wie lange. Weil so in der Form habe ich es noch nicht gemacht. Das sieht man, wenn die schön braun sind. Et voilà, fertig. Die sehen so schön aus. Jetzt lassen wir sie einfach mal auskühlen und dann zeige ich euch, wie ich sie fülle. Das ist jetzt für die Füllung. Ich habe ganz normale Bobo-Vanille-Pudding gekocht. Und da tun wir 150 Gramm über Zartbitterschokolade. So, et voilà. Und 150 über weiße die erste Schicht von Pudding, dass uns das Ding nicht durchweicht. Jetzt kommt die Zartbitterschokolade mit dem Pudding. Ich mache drei fruchtige und drei mit Schoki. Und darauf kommt jetzt die
weiße Schokolade. Die lassen wir jetzt auskühlen. Und jetzt machen wir die fruchtige Füllung. Ich habe hier Kaki Orangenmus. Ihr könnt auch Mango, Apfel nehmen. Das, was ihr am liebsten mögt. Man kann das ja auch noch ein bisschen mit Gelatine. Das ist fester Wert, wenn ihr Angst habt. Das ist oder Agar-Agar. Das ist zerläuft. So, und jetzt zum Schluss kommt noch Sahnehäubchen obendrauf. Mit ganzer Becher Sahne, Vanillezucker, Sahnesteinchen. So, das ist jetzt fertig. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Pudding. Das sind ungefähr 150 Gramm. Das mixe ich mit der Sahne zusammen. So, das vermische ich jetzt noch. So. Jetzt einfach mal schön dekorieren. Et voilà. Und worauf ich mich am meisten freue, ist... Sehen die nicht großartig aus? Diese mit Schokoladefüllung. Und hier die mit Obstmus. Tada! Ich finde, das sieht großartig aus, nicht wahr? Und die schmecken auch so köstlich. Mmh, yummy. Also, Lieben, viel Spaß beim Nachmachen.